Heute schauen wir uns das Feuerwehrauto von Donald Duck aus der Mickey Mouse Wunderhaus Serie an. Mit dabei sind viele Funktionen und natürlich eine Donald Duck Figur. Ihr seht schon auf der Seite, Blinklicht und Sound erwarten uns. Hinten seht ihr Zubehör, das ihr auch noch dazu kaufen könnt. Aber wir packen das Feuerwehrauto jetzt erstmal aus. Das Feuerwehrauto ist natürlich rot mit schwarzen Reifen und gelben Felgen. Und verfügt natürlich auch über eine Drehleiter, Blinklicht, Musikeffekte und vieles mehr. Aber wir nehmen das Auto jetzt erstmal aus der Verpackung. Einfach rausheben. Hier haben wir die Donald Duck Figur. Die Beine und der Kopf sind beweglich. Er trägt einen roten Feuerwehrhelm und eine blaue Jacke. Wenn ihr die Füße einklappt, könnt ihr den Donald natürlich ins Feuerwehrauto setzen. Hinten habt ihr noch eine Klappe zum Aufklappen. Hier habt ihr viele bunte Knöpfe und Schalter. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Knopf. Wenn ihr den betätigt, ertönt ein Signal. Natürlich könnt ihr das Feuerwehrauto auch noch hinten und vorne schieben. Oder ihr drückt direkt auf die Blinklichter, dann ertönt ein anderes Warnsignal. Hinten gibt es noch eine Kurbel. Die könnt ihr drehen und dann fährt sich der Schlauch aus. Und wenn ihr in die andere Richtung zurückdreht, fährt der Schlauch wieder ins Auto ein. Dann haben wir natürlich noch den Rettungskorb. Den könnt ihr nach unten und oben bewegen. Wenn ihr nach unten bewegt, könnt ihr natürlich auch den Donald Duck einsetzen. Einfach Füße ausklappen und in den Korb setzen. Und dann könnt ihr die Leiter nach oben fahren und sie auch in jede Richtung drehen, um den Brand zu löschen. Und wieder nach unten fahren. Das wären dann alle Funktionen vom Donald Duck Feuerwehrauto. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.